Wenn man transrational reden und erkennen will, ja, alles das, aber auch die lokale Realisierung von Religionsmöglichkeiten, alles dieses setzt voraus, dass es ein Geheimnis des Lebens gibt, das wir Sein nennen und weltweit so nennen und nicht bestreiten können. Weil es ja in der Sprache, in der Realisierung von Gesprochenem die fundamentale Rolle und allgemeine Verbindlichkeit darstellt. Weder Muslime noch Juden und Christen noch anderen ernsthaften Anhängern einer Religionsausprägung im werdenden Europa, denen kann es doch nicht gleichgültig sein, wenn ihr existenzielles Glaubensfundament als überflüssiges und nun zitiere ich rhetorisches Bollwerk genannt und eingeschätzt wird, wie es in heutiger Literatur vorkommt. Als ich mit Fethullah Gülen in Pennsylvania zusammen war, er hatte mich eingeladen und wir haben uns sehr freundschaftlich und kongenial lieben gelernt, da hat er darauf nicht so einen Wert gelegt, sondern es ging uns wirklich um die Sache. Und Fethullah Gülen ist schon ein großer Mann, der seinen Namen in den unterschiedlichsten Ausdrucksweisen ertragen kann. Danke.